Und zu einer neuen Folge Destiny hier auf meinem Kanal und heute mal wieder das Zoo im Winter. Er hat heute dabei Vermächtnis in Kram Helm, Taro Agumitzer, Nahkampfkills laden deine Super auf, Chaos Force Kills laden deinen Nahkampfangriff wieder auf, du hast eine zusätzliche Nahkampfaufladung. Nicht sehr gut. Würde ich mal sagen. Ja, kommen wir zum nächsten. Nämlich Schwachkopfradar. Das Radar bleibt beim Zielen mit Primärwaffen sichtbar. Der Widder. Verstärkte Rüstung. Jeder Nahkampftreffer mit Leereläufer löst Lebensraub aus. Wieder Multi-Werkzeug. Diese Waffe bleibt einem Bewegungstempo Schub und feuert bei sehr geringer Abzugsdruck. Hier nochmal Spezialeinheit und Arktisch. Dann Schmähung und Sapis. Moons, Nemesis Stern und Silberkugel. Also, das. Naja, ist für Leute gut, die nicht Kirche besessen haben. Das ist allgemein ein schlechtes Item. Das geht, aber es geht ja für Tierfahrer. Widder geht, aber. Obwohl, nee. Ist eigentlich echt gut. Ja, das ist ein gutes Item. Minamoti-Werkzeug finde ich jetzt zum Beispiel nicht gut, aber man kann es sich kaufen. Und drauf steht Schmierung. Sollte man garantiert die Finger davon lassen. Nemesis Stern geht. Und ja, das war's mit diesem Zoo-Review und ciao.